Ja, genau. Also hier ist genau das Schild. Der macht ja einen langen Hals. Haben Sie keine Sorgen wegen der Arbeitslosigkeit hier oder wegen der hohen Mieten? Das wird die Zeit mit sich bringen, ob Sorgen richtig gewesen wären oder nicht. Im Moment sind wir noch optimistisch. Praktische Deutschlandpolitik ist auch im fünften Jahrzehnt nach Kriegsende darauf ausgerichtet, die Bindungen zwischen den Deutschen in Ost und West aufrechtzuerhalten und zu festigen. Diese Politik hat inzwischen die Sperranlagen zwar durchlässiger gemacht, die Mauer in Berlin ist jedoch noch immer Ausdruck der Teilung und Abgrenzung. Und sie ist ein Instrument, das dem Willen der Menschen in der DDR nach einem selbstbestimmten Leben entgegengestellt ist. Diese Grenze ist ohne Beispiel. Wer sie überschreitet, ist in Lebensgefahr. Hier gibt es kein Niemandsland. Der Metallgitterzaun steht nicht an der Grenze, sondern oft erst weit auf DDR-Gebiet. Er soll ja nicht am Betreten, sondern am Verlassen der DDR hindern. Minenfelder, Kraftfahrzeugsperrgraben, Spurensicherungsstreifen, betonierter Kolonnenweg für motorisierte Alarmgruppen, Erdbeobachtungsstände und Zwei-Mann-Betonbunker, Kettenhunde an Laufanlagen und überall Wachttürme, alte und neue. Grenzführungstürme und Mauern, Scheinwerfer und Lichtsperren. Und immer wieder gibt sich die Grenztruppenführung nicht zufrieden. Noch immer ist sich Ost-Berlin nicht sicher, auch den letzten Flüchtenden noch vor Übertritt in das Bundesgebiet tot oder lebendig zu fassen. Ja, der Personenverkehr nach dem Krieg fuhr ja erst noch ein Triebwagen eine Zeit lang. Aber wie das lange genau, das kann ich auch nicht sagen. Ist wohl 20 Jahre her, ne? Ja, 20 Jahre gut her. Ja, man hat das vergessen. Man hat die Zahlen nicht mehr im Kopf. Da fuhr immer noch. Die Strecke wurde schlechter und jetzt ist sie so ganz notdürftig ausgebessert nochmal, um Zuckerrüben fahren zu können. Ne? Aber vorläufig wird kein Personenverkehr mehr kommen. Weil die Strecke total sozusagen vernichtet ist und wohl zu teuer wird, um aufzubauen. Weil viele Leute mit dem Auto fahren und die Strecken sind ja jetzt über Büchen, Lübeck, Büchen und dann in der Ostzone oder nach Hannover, die Strecke ist ja da verlegt. Wir haben direkt Land an der Grenze. Da geht der Graben durch als Grenze und da haben wir eine Weide. Und da ist es uns vor Jahren passiert, wir kommen abends zum Melken, fehlte eine Kuh. Die war durch den Graben durchgegangen nach drüben. Das war so als ein besonderes Ereignis. Ne? Und man musste versuchen, die Kuh wieder zurückzukriegen. Zöllner sind im Ort und unser Sohn ging zu den Zöllnern. Und die haben dann nach drüben telefoniert und sind dann mit unserem Sohn über den Graben rübergegangen und konnten das Tier wieder zurücktreiben. Nee, also das war noch ein klein bisschen Gutmütigkeit, hat man damals gesagt. Denn viele haben auch gesagt, Mensch, warum habt ihr telefoniert und viel gemacht? Man konnte ja auch das Tier so holen. Und dann haben wir gesagt, und wenn die uns erschossen hätten? Sind doch da an der Grenze. Ja, man weiß das nicht. Nicht? Aber nachdem hat man uns auch gesagt, wenn das wieder mal ist, nie alleine rübergehen. Denn der Graben wird ja auch jährlich gereinigt, dieser Grenzgraben. Und erzähl mal, 2 oder 3 Mann arbeiten, ne? Ja, 3 Mann arbeiten und 6 Mann sind Bewachung dabei. Ne? Und die durften? Das ist aber überall, ganz die Grenze runter. Ne? Und heute dürfen Sie vor schon mal ein Wort sprechen, ne? Nein. Die sprechen nur, wenn man ihr mal eine Frage stellt, wo sie nicht umhinkommen. Ich sagte zu den einen, ich sage, wenn du eine Kuh hier durch die Grenze läuft, ja, dann müssen sie sich melden, da dürfen sie nicht durch. Also das ist mal das Einzige, wo man mal ein Wort kriegt. Und zuerst, also vor gleich nach dem Krieg,
Denn das sprachen welche, aber das waren dann Propagandisten wieder von drüben. Ja, für eine Zeit lang ist zuerst ist gar kein Wachmann bei gewesen. Ganz am Anfang. Da haben sie mir ins Dorf mit reingenommen und dann sind sie blau drüben angekommen. Und die sind hier nie wiedergekommen. Die Bundesstraße, da sind oft welche Besucher, ne, am Grenzbaum. Und auch hier am Schalsee. Die gucken mit dem Fernglas rüber. Auch beim Mecho in der Ratzeburg, da sehen wir es auch, wenn wir dann mal sonntags durchfahren. Ne? Da stehen da am Parkplatz, das ist ja immer am Grenzübergang, also nur, wo man gucken kann, nicht rüberkommen. Nicht? Da stehen denn Autos, sind Neugierige aus der Stadt, wir wollen mal an die Grenze. Nicht? Und, aber wenn Sie da an die Grenze reingehen, am Schlagbaum, die von drüben die Grenze, dann verstecken sie sich in dem Busch. Immer ein Fernglas vor den Augen. Warum das denn? Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir begrüßen auch den Fahrerschiff Elbestar und wünschen allen eine gute Fahrt. Alle Gäste hier am Oberdeck haben wir den Kopf einziehen, wenn wir dort unter der Brücke durchfahren. Die Grenze gleich hier drüben am Ufer, 5 Kilometer landeinwärts, die Sperrzone. Die Wachtürme hier fast alle besetzt. Den Zaun, den wir sehen, er kommt von Schnakenburg, zieht sich Elbe abwärts bis kurz vor Lauenburg. Das sind hier an der Elbe 94 Kilometer. Der Zaun hat hier eine Höhe von 3,20 Meter und ist zusätzlich in die Erde eingelassen. Die Ortschaft hier an der Ostseite, Herrenhof, voraus, Bitter. Die hellen Dächer hier voraus, das waren früher Strohdächer, vom Sturm abgeweht, jetzt alle aus Aluminium. Die Häuser hier nur noch zu 50% bewohnt, nachts sind die Ortschaften hier alle voll beleuchtet. Das Vieh, was wir hier an der Außenseite sehen, ist Jungvieh, gehört zur DDR, bleibt Tag und Nacht vorm Zaun. Die DDR hat hier im Sperrbezirk 5000 Stück Jungvieh. Wer gute Augen hat oder ein Fernglas, Sie sehen, die haben alle ein rotes Halsband um. Wissen Sie auch, was das bedeutet? Die sind alle in der Verteidigung. Lächeln, habe ich gesagt. Und nicht in die Schlaglöcher fahren. Wie heißt du mit Nachnamen? Giese. Bitte? So richtig gut? Die E? Ja. So, da bist du dran, ne? Komm mal mit rüber hier. Maut mit rüber hier. Danke. Was lachst du überhaupt so?
Den länglichen Hügel hier an der Ostgrade, da standen vor 14 Jahren noch zwei große Bauernhäuser drauf. Bevor der Zaun gebaut wurde, sind die Häuser abgerissen worden. Alle Silberzaun haben wir noch gebaut. Die Biegen vor dem Zaun werden ein- bis zweimal im Jahr von der LPG abgenäht, damit wir das Schwerbewerb von 4 bis 6 hier Kontrollflüge von Hamburg bis nach. Hier ist der Elbe Star. Ja, schönen guten Tag, Elbe Star. Eine Frage, wie ist die Beschäftigung? Sehr gut. Ja, Sie kommen mir ebenfalls sehr gut an. Einen schönen Tag noch. Jo, wünsche ich auch, danke. So, wir hatten vor einigen Jahren hier den Herrn Leisler Kiep an Bord, und zwar war der Minister im Finanzministerium in Hannover, und er hat mit seiner Finanzdirektion hier einen Ausflug auf der Elbe getätigt. Wir selber wussten gar nicht, dass Herr Kiep mitkommt. Die DDR-Leute wussten dieses allerdings schon ein paar Tage vorher. In dem Moment, wo wir aus dem Hafen rausgefahren sind, waren die sofort mit 3 NVA-Booten da und haben diese ganze Fahrt neben uns hergefahren und haben diese ganze Fahrt mitgetätigt. Und hier drüben ist jetzt mal ein DDR-Bürger gewesen, und zwar bei uns hier auf dem Schiff. Seine Frau durfte nicht mit. Und da sie nun direkt am Zaun wohnen, dicht am Zaun hier wohnen, sie konnte das Schiff vorbeifahren sehen. Ihr Mann stand hier auf dem Schiff, er war im Steuerhaus bei mir, und die beiden haben sich zugewunken und denen standen die Tränen in den Augen. Also es ist sehr, sehr schwer hier an der Grenze dieses alles zu begreifen. Für mich persönlich ja, ist er schon zum Alltag geworden, wenn man tagtäglich mit dieser Grenze leben muss. Man fährt ja nun tagtäglich mit dem Schiff raus. Das stört einen schon nicht mehr. Beziehungsweise wir, die wir hier als Veteraner hier laufen wohnen, für uns ist dieser Zaun praktisch, wie soll ich sagen, ein ganz, ganz normales Stück, was wir jetzt jeden Tag sehen und was wir doch nicht ändern können. Diese Leute, die kriegen von vornherein schon mal einen Denkanstoß, wenn sie hier rausfahren und den Zaun sehen. Dann sagen die ja von vornherein schon, wie kann sowas bloß angehen, dass es in einem deutschen Staat sowas gibt. Und dass hier an dieser Grenze vor einem Jahr oder was, noch geschossen worden ist. Wie kann sowas angehen? Diese Leute, die gehen mit sehr nachdenklichen Gesichtern wirklich wieder von Bord. Weil sie dieses eben hier sehen. Und wie das hier gehandhabt wird. Das ist ja genauso im Sommer, wenn die hier am Abmähen sind, dass erstmal eine Gruppe rausfährt, Soldaten, die sich dann verteilen über die ganze Fläche. Und dann dürfen erst die LPG-Bauern raus. Die wissen gar nicht, wo die sind. Da hat ja keiner was Eigenes. Und hätte ich was Eigenes, dann würde ich auch mehr arbeiten. So wie man jetzt ein eigenes Haus hat oder sonst was, dann würde man mehr arbeiten, um dieses zu erhalten und so weiter. Bloß, die kriegen hier drüben ja nicht ein bisschen. Gerade die Häuser, die hier an der Grenze sind, die kriegen ja weder eine neue Dachpfanne noch sonst was. Das wird ja alles nur so zugeteilt, die kriegen ja praktisch nichts mehr. Und deswegen kann ich mir das nicht vorstellen, wenn das so, kann das gar nicht weitergehen. Und deswegen steht die Jugend jetzt zurzeit auf. Umsonst würden nicht laufend 300.000 Leute auf der Straße stehen. Diese Grenze wird in einiger Zeit, was unser Bereich hier antrifft, garantiert fallen. Oh.
was machst du denn für Geräusche? Komische, ne? Papa, und wie können Na, die los. Dann... Was denn? Die können, Die kommen nicht rüber. Die kommen nicht rüber. Die dürfen auch nicht rüber. Das habe ich dir schon dreimal erzählt. Jetzt reicht's aber. So. Da drüben ist nichts los. Ist auch kein Mensch mehr da. Kein Wunder. Die Länder kaputt gehen. Und noch zwei Mauern. Oder das? Ja, mit Minen. Das ist ein Zaun, hinten weiter ist noch ein Zaun. Offiziell ist ja hier auf der Elbe, dass auf der Elbe im Augenblick 16 Zollboote fahren, dass wir im Bereich des Hauptzollamts Lüneburg, wo die Elbe zugehört, die Zollschiffstation in Schnagenburg, wo auch die Grenzkontrollstelle ist, die Zollschiffstation in Hitzacker, Zollschiffstation Bleckhütte und Hohnsdorf vor Ort sind. Und von dort aus werden auch die Zollboote eingesetzt auf der Elbe. Durch den Kontakt, den meine Kollegen hier mit der Bevölkerung haben, haben wir durch einen älteren Einwohner des Ortes Kaltenhof erfahren, dass im Mai, kurz vor Ende des Krieges, um die Mittagszeit, zwei britische Yachtbomber zuerst die ehemalige oder die damalige Eisenbahnbrücke Dömitz und später die Straßenbrücke Dömitz bombardiert haben. Die deutsche Wehrmacht hatte damals schon die Sprengkammern, die in beiden Brücken waren, durch Sprengstoff scharf gemacht und die Eisenbahnbrücke wurde damals von Bomben zerstört, ohne dass die Sprengkammern getroffen wurden. Die Brückenteile sind in den Fluss gefallen, sodass die Wehrmacht, die damaligen Soldaten, die Elbe noch über diese Brückengerüste überqueren konnten. Ja, jetzt werden Sie fotografiert durch ein Boot der DDR-Grenztruppe von der anderen Seite. Dann sind sie direkt herausgeschickt worden. Die sind also extra rausgeschickt worden. Die werden also nochmal noch näher rankommen. Wenn wir... Versuchen Sie mal aufzunehmen, den Schiffsführer. Der hat außergewöhnlich viel Lametta links und rechts an der Brust. Ja. Hallo. Ja?
anderen Zeitung wieder Foto von anderen Zeitungen da ist. Jetzt mal über heute, war zwei Stück von anderen Seite. Ja, das ist eben der 59er von unten, der wahrscheinlich sowieso hochgefahren wäre. Und der andere von oben runter und jetzt der. Das war ganz klar, ganz aufklären. Das ist der Vakuum, ja? Oder das unser? Ach, unser ist das. Gestern hat er gar nichts gehabt. Ja, ich hab's von morgen gesehen, so. Seit Anfang des Monats. Bis 500 hoch. Ob die eine oder neise sind? Die bauen da schon auf. Nee, die brauchen noch da. Die sind jetzt komisch. Das ist eine persönliche Meinung, die ich von Niki habe hergestrickt. Ja, die diskutieren. Das telefoniert dann nochmal. Das Telefon ist in der Mitte vom Turm stehen, ne? Ich kenne die Grenze jetzt seit 1952, da fing ich hier mal an. Und waren damals hier überhaupt keine Sperranlagen. Mhm. Da war es noch so, dass hier auch noch geschmuggelt wurde. Ja? Mhm. Denn das Währungsgefälle war damals auch schon. Ja? Mhm. Und man konnte beispielsweise dann mit D-Mark West drüben schon mächtig einkaufen und so, ja, sodass unsere Wirtschaft hier gestört wurde. Mhm. Und es war dann echt so, dass der Zoll hier Schmuggler fing. Ja? Die kamen dann, weiß ich, mit... Ja, da war die Anlage aber ganz anders. Dann. Nein, da gab es überhaupt keine Sperranlagen. Ach so. Ja, da waren hier damals auch sogar noch russische Soldaten an der Grenze. Ja. Mhm. Und der Zoll ist hier 1949 dann hingekommen. Ja, vorher war es nur Polizei. Und dann, als die, eben durch das Währungsgefälle die Schmuggelei losging, kam dann hier der Zoll hin. Und der hat genau wie an der Westgrenze auch so, hat der hier dann Schmuggler gefangen. Mhm. Das ging bis 1952. Und 1952 haben sie angefangen, ich war damals gerade hier, ich habe damals hier Dienst gemacht, haben sie dann erstmal so den 10-Meter-Streifen geflüchtet. Und zwar unmittelbar auf der Grenze. Nun war es aber so, dass wir meistens schon einen Tag vorher Bescheid wussten, weil wir von den Leuten von drüben, die ja hier in der Stadt einkaufen gingen und so, die brachten uns dann schon die Information, sodass wir dann morgens schon hier an der Grenze bereit standen und dann denen genau gesagt haben, hier bis dahin und kein Stück weiter. Ja. Und ich muss auch sagen, das hat ganz gut geklappt damals. Das heißt, hier hat es damals mal Schwierigkeiten gegeben.
da wollten die mehr einfliegen, als ihnen nach unserer Ansicht zustand. Mhm. Und damals haben wir dann, da waren die Engländer auch nur auf dieser Seite mehr zuständig für die Grenze damals noch. Und dann kam einer von den englischen Offizieren hier hin, haben sie dann gestanden, weiß ich noch genau. Und von drüben kam dann der Kommandant da von der Grenzpolizei, ja, und der Tommy hat denen dann nur so eine Karte gezeigt, drauf gezeigt, hat gesagt, hier ist die Grenze, that's correct, ja, hat sich umgedreht, ist wieder weggegangen, haben die auch eingehalten. Mhm. Dann haben sie hier erst entlang dieser Grenze, haben sie einen 10 Meter breiten Streifen geflügt, das war das Erste. Dann haben sie angefangen und haben dahinter dann Stacheldrahtzaun gezogen. Dann haben sie Jahre später haben sie dann einen Doppelzaun gezogen und haben da Minen drin verlegt. Dann sind die Minen wieder abgezogen. Die sind dann wieder abgezogen worden. Und dann haben sie den Metallgitterzaun dann hier gebaut. Das heißt, das war ein Teil des Minenzauns dann schon. Und dann hatten sie hier noch teilweise Selbstschussanlagen da drin. Die sind auch weg. Ja. Die letzten Selbstschussanlagen sind, ich würde sagen, 1983 weggekommen und die letzten Minen 1985. Ja, und jetzt ist eben so, wie es hier ist, also es sieht nicht mehr ganz so unmenschlich aus, weil eben die Minen fehlen und die Selbstschussautomaten da fehlen. Aber die Grenze ist auf jeden Fall jetzt durch den zweiten Zaun noch wesentlich undurchlässiger geworden als damals. Denn damals war es ja beispielsweise so, im Winter, wenn Meter Schnee auf den Minen lag, dann passierte nichts mehr. Ja? Dann gingen sie nicht mehr hoch, nicht? Dann konnte man schließlich schon mal drüber. Ja. Aber jetzt ist es so, dass dort am zweiten Zaun wird Alarm ausgelöst, so wie da jemand gegenkommt. Und hier noch und, hier ist nichts dann. Ja. Auf dieser Seite und, nicht. Auch hier sowieso hier nicht. Hier kann ja jeder machen. Ich meine bis zum Zaun hin. Dann wird bei der Befehlsstelle Alarm ausgelöst. Hier die zuständige Befehlsstelle ist da oben, in dem Turm da drin. Ja. Und dann setzen die ihre Leute in Marsch, ja, und die sperren dann hier ab und dann ist Feierabend. Ja. Wahnsinn ist das. Ein Wahnsinn. Ja, du darfst reden. Jo. Ich bin als Essener hierher gekommen durch meine Frau, die von hier stammt. Und habe am Anfang als Fahrer für eine Molkerei gearbeitet, weil hier noch kein Platz als Drucker frei war. Und nach einem halben Jahr etwa wurde hier eine Stelle frei, da habe ich dann hier angefangen. Ne? Und bin seitdem hier, seit 1963 im Juni. Damals hier noch alles offen, man konnte überall hinschauen. Da wurde auch hier die Wiese noch regelmäßig abgemäht und auch dort drüben standen noch etliche Häuser und Bauernhof, wo jetzt diese weiße Halle da steht. Und das ist aber alles im Laufe der Jahre abgerissen worden in Grenznähe, damit die Kontakte reduziert werden konnten. Es gab ja drüben Leute, die winkten hier rüber, das durfte aber nicht sein. Also absolut, wurde immer perfekt, mehr perfektioniert. Nein, hier kam nie jemand rüber. Nein, das ist hier zu gut überwacht. Ne? Das ist ja nachts ist die ganze Grenze ausgeleuchtet und dann der Wachturm ist ja immer besetzt. Der hat auch oben diesen drehbaren Scheinwerfer drauf. Und das ist schon ein starkes Hemmnis, das hier zu versuchen.
wo jetzt der Betonturm steht. Als ich hier angefangen habe, stand da so eine Holzpyramide. Die ist wahrscheinlich so nach und nach weggefault. Dann hatten sie so einen Wachposten da hinten auf dem Berg, auf dem Dach, hatten sie eine Hütte hingestellt. Und dann entstand hier erst dieser Zaun auf der Mauer, auf der Brücke und der Turm da neu. Und vielleicht vor 10 Jahren, da wurde hier die Mauer gebaut. Also das ist ja nur in Ortsnähe, sonst sind überall nur diese Gitterzäune, ne? Durch den Wald überall. Ne? Natürlich ist die Grenzziehung für die Firma ein Handicap gewesen, denn die wirtschaftlichen Beziehungen reichten ja mehr nach dem Osten als nach Westen. Ne? Aber die ersten Jahre ist eben von der Landesregierung hier Aufträge hingeschickt worden, das hat sich nun ganz gelegt. Aber dafür haben sich Privatkunden gefunden, die uns unterstützen, ne? Die uns also ihre Aufträge geben. Ne? War ein Kabelwerk, dann zwei Kalisbergwerke und hier das Hattorf gehörte natürlich dazu, die ihre Aufträge gegeben haben. Aber wie gesagt, vom Westen her kam nicht viel. Es war also nach Osten orientiert. Und durch die Grenzziehung war das hin. Ne? War am Anfang sehr schwer. Mit Sicherheit, da war ich noch nicht da. Ne? Das Gebäude gehört in Hossfeld schon vom vorigen Jahrhundert her. Das ist nur der Anbau dort, der steht nach drüben über die Grenze. Und das war abgeteilt. Und ist vor 5 oder 6 Jahren wieder den Hossfelds zugeteilt worden. Da ist die Grenzziehung bereinigt worden hier. Ne? Hier ist ja nur noch ein Kreuz drauf, aber es ist trotzdem ersichtlich, dass die Grenze also den Weg hier um die Mauer herum macht. Bei dem alten Grenzstein lief also eine Kerbe über den Stein gerade durch. Das machte deutlich, dass die Grenze hier durch das Haus ging. Ne? Und die haben dann praktisch Republikflucht begangen, indem sie den Durchgang zum Anbau zugemauert haben. Ja? Und dadurch gehörte die Druckerei dann zum Westen und nur der Anbau zum Osten. Wie ist das, wenn man arbeiten muss? Da bleibt einem nicht viel Zeit, hier was zu beobachten. Ne? Das ist wirklich nur, wenn man angesprochen wird. Sonst gucke ich überhaupt nicht hin. Viele sind, solange die Grenze noch nicht so dicht war, hier rüber gegangen. Ne? Es bestehen zwar immer noch verwandtschaftliche Beziehungen nach drüben, aber die sterben ja auch mit der Zeit aus. Ne? Denn mit den Cousins und Cousinen, wenn man sie 20 Jahre nicht gesehen hat, was ist da noch? Ne? Nichts mehr. Also ich stelle eigentlich keine Reaktionen hier fest, was die Grenze betrifft. Wird höchstens noch erzählt, wie schön Kirmes früher drüben war. Wird noch ein paar Jahre so bleiben. Auch wenn da drüben umgewälzt wird, bis das alles abgebaut ist. Selbst wenn das jetzt anfangen würde, wird das noch viele Jahre dauern. Vielleicht kriegt man mal eine Tür da rein, aber bestehen bleibt das noch eine Weile. Ne? Die Verkehrswege laufen ja heute ganz anders als damals. Früher ging die B62 hier rüber, hier über die Brücke, nach Salzungen. Und das ist ja heute alles ganz anders. Warum sollte sich da hier was ändern? Da sehe ich keinen Grund.